Wir sind hier in Lennep beim Altstadtfest und bei mir ist Thomas Schmidtkamp, der erste Vorsitzende von Lennep Offensiv, die das Fest ausrichten. Herr Schmidtkamp, 3 Tage ist Lennep hier wieder am Feiern, am Schunkeln. Und was haben Sie denn morgen hier am Samstag für Highlights? Ja, wir haben uns bemüht, wieder ein schönes Familienfest hier auch. Dafür steht das Altstadtfest ja, mit Trödelmarkt den ganzen Tag über Programm auf der Bühne auf die Beine zu stellen. Wir haben viele Vereine da, wir haben Tanzdarbietungen da, wir haben das Jugendzentrum hier, die Welle, auf der Bühne und abends als Höhepunkt Optical Disaster als Coverband. Ja, der Samstag klingt schon mal sehr rund. Was ist denn für Sonntag geplant? Sonntag geht so ähnlich weiter. Da haben wir verschiedene Darbietungen auf der Bühne. Ich kann mich erinnern, Herrenchor. Ich muss zugestehen, meine Schwester kümmert sich um das Programm und ich kümmere mich so um die Eckdaten. Ich möchte jetzt auch nicht einfach vom Programm vorlesen. Im Internet kann man unser Programm einsehen, aber ich würde vorschlagen, einfach vorbeizukommen. Ganz besonders, weil verkaufsoffener Sonntag ist. Genau, wir haben ab Mittag verkaufsoffenen Sonntag und wie gesagt, fast in der gesamten Altstadt Trödelmarkt. Also es ist diese unverwechselbare Atmosphäre hier in der Lennepper Altstadt auf der Grundlage des mittelalterlichen Rundlings. Die alten Häuser und der Trödel und diese ganze Stimmung ist was ganz Besonderes und ist einzigartig hier in Lennep und deswegen lohnt sich der Besuch auf jeden Fall. Sie stemmen das ja alles mit Ehrenamtlern. Wie schwierig ist es für Sie, genügend Menschen zusammenzukriegen? Oder kommen die schon angerannt und freuen sich mitzuhelfen? Ja, unser Projekt ist ja mittlerweile fast 17 Jahre jung. Und klar, da treten natürlich auch Ermüdungserscheinungen auf. Und da bin ich aber ganz besonders stolz, dass unsere Leute wirklich unseren Verein so unterstützen, dass wir hier das Altstadtfest mit circa, ja, ich will nichts Falsches sagen, aber ich sag mal 120 ehrenamtlichen Helfern stemmen. Sie müssen ja überlegen, wir bauen hier alles auf, wir bauen die Bierwagen auf, wir müssen die Fässer da reinstellen, es wird gezapft bis in die Nacht, dann muss hier aufgeräumt werden, da muss sauber gemacht werden. Also so viele Helfer kommen da schon zusammen und ich bin ganz stolz, dass unser Projekt das auch hinkriegt. Ja, Respekt für die Menge an Unterstützenden. Ein weiteres Herzensprojekt von Ihnen, das ja auch hier beim Altstadtfest immer mit abgebildet wird, ist die Kirchturmbeleuchtung. Was haben Sie in diesem Jahr geplant? Ja, die Kirchturmbeleuchtung, klar, liegt unserem Herzen. Die wird zu 100% wirklich aus Spenden finanziert. Und die Reparaturen, die regelmäßig nötig sind, sind kostenintensiv. Und deswegen sind wir auf Spenden angewiesen. Und um diese Spendenbereitschaft und dieses Bewusstsein um unseren Leuchtturm, ein absolutes Alleinstellungsmerkmal hier in Lennep, auch wachzuhalten, versuchen wir seit vielen Jahren, gerade zum Altstadtfest, am Sonntag als Höhepunkt, Dinge zu versteigern, Erlebnisse zu versteigern, Abenteuer zu versteigern, die man eigentlich normalerweise für Geld nicht kaufen kann. Was haben Sie da im Angebot? Ja, ich freue mich, dass auch viele Prominente hier in unserer Stadt und auch überregional unterwegs seiende Prominente sich da die Ehre geben, auch Sachspenden zu machen. Wir haben den Jürgen Hart, der hat einen Gutschein gespendet, dass er 2 Personen einlädt zum Essen. Aber unser OB, der Burkhard Mast-Weiß, bitte zur Audienz ins Rathaus. Dann unser Markus Kötter, bitte zur Bergischen Kaffeetafel. Und darüber hinaus haben wir aber auch wieder diese üblichen oder die schon häufiger versteigerten Dinge, Oldtimer-Ausfahrten, Röntgenklassik. Dann haben wir eine ganz interessante Geschichte mit unseren Motordresinen, sind wir auf Zeche Zollverein, das möchten wir versteigern. Aber insbesondere möchten wir auch einladen, mir fällt gerade noch ein, der Jens Nettekofen hatte auch wieder beigesteuert Besichtigungen der Lenxess Arena. Aber wir wollen auch einladen, unseren Kirchturm von innen zu besichtigen, die Beleuchtung zu besichtigen. Und dann darf ich auf gar keinen Fall vergessen, den Gustav vom Hackenberge, unseren Lothar Fieler, zu erwähnen. Der versteigert eine Stadtführung für 20 Personen. Also wirklich eine tolle Sache, auch sehr lokal koloriert. Aber das ist das, was uns hier ausmacht. Und das ist das, was wir hier wollen. Und deswegen freue ich mich. Aber es gibt noch mehr Dinge zu ersteigern. Aber das muss der Besucher am Sonntag dann selber rausfinden. Ja, dann danke ich Ihnen fürs Gespräch. Und ich möchte Sie alle aufrufen, kommen Sie in die Lennepper Altstadt, unterstützen Sie das Ehrenamt, unterstützen Sie diese wunderbare Aktion und den Kirchturm.